Oh, das ist ein bisschen.
Ja, genau. Zu, zu, zu. So, 10 Lose gibt es einen Schal und dann Fußball vom FC. Ball, suchst du einen raus? Jawohl, und die Ball? Und dann Schal. Jeder hat von dir im Lachen verzählt, sondern wir uns verloren. Mir zeigt ein Licht und wie es sich gerade bringt. Oder daran, dass man in der Allen irgendwann wieder hält, damit die Kinder die mal kriegen können. Alle können. Christian Keller. Ja, schön, dass alle den Weg hier hingefunden haben, meine Damen und Herren, liebe Fußballfreunde. Wir haben ja auch noch Mikros, ich gebe die mal gerne erstmal an den Vorstand weiter. Bitte einmal Carsten Werner. Ich bin hier über die letzten 2 Jahre leider ausgefallen. Es fehlt was, ganz einfach, wenn man sich das hier anguckt. Was geht in dir vor, Werner, wenn du dir das hier anguckst? Also große Freude, weil das ist der FC. Wir brauchen dieses Zusammensein, wir brauchen das einander spüren, miteinander reden. Das ist der soziale Kitt, der diesen Verein zusammenhält. Und der hat uns über die letzten 2 Jahre mehr als bitter gefehlt. Carsten, was sagst du zu dieser Menge wieder, die sich hier in den Mittagsstunden eingefunden hat? Ja, ich bin beeindruckt. Wie Werner schon gesagt hat, genau das hat uns in den letzten Jahren gefehlt. War schade, dass das 2 Mal haben ausfallen lassen. Und dass jetzt schon zu so früher Zeit so viele Menschen hier sind, ist eben ein tolles Zeichen für die Unterstützung des Vereins. Und da freuen wir uns sehr, dass ihr so zahlreich gekommen seid. Der Spieler des 1. FC Köln für die Saison 2022-2023. Wir werden wieder
ihr könnt in Gruppen die Spieler aufrufen, hier auf die Bühne zu kommen. Wir kommen zuerst in Gruppe mit der Nummer 6, Erik Martel. Mit der Nummer 8, Dennis Husing Basic. Mit der Nummer 9, Sebastian Andersen. Und mit der Nummer 27, Anthony Moll. Einmal den Erik ein bisschen interviewen. Das ist die Fans jetzt feiern. Modest, 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 Modest. Ja, schön, dass wir auch noch andere Spieler haben als den Anthony. Alleine wird er es nicht schaffen. Er braucht schon die Hilfe der anderen Spieler. Und ich freue mich und sage einmal herzlich willkommen in der schönsten Stadt Deutschlands, Erik Martel. Kurze Frage, hast du das von der Stadt schon gesehen? Das fragen wir alle Neuen, die zum FC kommen. Hast du schon Eindrücke gewonnen? Ja, war schon natürlich in der Stadt unterwegs. Den Kölner Dom habe ich schon gesehen, Stadion auch. Das reicht erstmal für den Anfang. Wir hoffen ja, dass du viel, viel Zeit hast, noch einiges hier in Köln erleben zu dürfen in den nächsten Jahren. Wir freuen uns auf die Conference League. Du hast schon Erfahrung damit sammeln können. Ja, aus der Wien habe ich in der zweiten Quali-Runde gegen isländischen Gegner gespielt und ja, sind leider ausgeschieden, aber ja, ich hoffe, dass wir es besser machen jetzt. Davon gehen wir fest aus. Erik Martel, herzlichen Dank, alles Gute, weiterhin am 1. FC Köln. Ich darf euch bitten, auch hier Autogramme noch auf die Trikots zu schreiben. Dankeschön. Wir kommen zur nächsten Gruppe, liebe Fußballfreunde. Mit der Nummer 1, Timo Horn. Mit der Nummer 7, Dijo Lubicic. Mit der 21, Steffen Tigges. Und mit der Nummer 28, Elias Kiri. Lieber Timo, das ist ja nicht deine erste Saison, die du beim 1. FC Köln erlebst. Was ist das für ein Gefühl, wenn man das hier sieht, wenn man das mitkriegt? Wie wichtig ist das für einen Spieler? Erstmal muss man sagen, glaube ich, dass jeder, der in der letzten Saison bei unseren Heimspielen dabei war, weiß, dass unsere Fans den Unterschied ausmachen können. Und das ist natürlich ein Tag, um auch mal Danke zu sagen, um sich auf eine erfolgreiche Saison einzustimmen. Deswegen freuen wir uns riesig auf den Tag. Vielen Dank. Steffen, gehen wir zu Steffen Tigges, ja auch ein neuer Spieler beim 1. FC Köln. Und Steffen, sollen die Eltern ihre Kinder Steffen nennen? Warum nicht? Ist doch ein schöner Name, oder? Ja, ich habe nur gehört, wenn jemand Steffen ruft auf dem Trainingsplatz, dann drehen sich immer gleich zwei um. Ja, es ist schon ein Problem manchmal. Ich reagiere auf jeden Fall auf Steffen, aber es gibt auch einen anderen Spitznamen, von daher, das klappt schon. Dann sag uns mal deinen anderen Spitznamen. Ich werde meistens halt in der Mannschaft Tiggi gerufen und dann können wir uns schon unterscheiden. Du kommst von Borussia Dortmund, Stefan. Ist natürlich auch keine kleine Fangemeinde, das muss man ja ganz ehrlich zugeben. Hast du sowas Ähnliches erlebt in Dortmund? Leider nicht. Ich war nur während der Corona-Zeit in Dortmund, da gab es leider sowas nicht. Aber man sieht die Begeisterung hier in Köln. Ich freue mich riesig auf die neue Saison mit euch allen und ich hoffe, dass ich euch alle im Stadion erleben kann. Ich freue mich da riesig drauf. Herzlichen Dank, Stefan Tigges, bitte so nett und unterschreibt auch hier die Trikots. Wir kommen zur nächsten Gruppe mit der Nummer 5, Bright RMB. Mit der Nummer 14, Jola Tektor. Luca Kian und mit der Nummer 47 Matthias Olesen. Ja.
Ja, mir fehlt noch einer. 25, Team Lenker der Römer. Jawohl! Ja, der Team Lemperle weiß schon, wie er auf Bedeutung gewinnt. Der kommt einfach ein bisschen später rein und hat dann den größten Applaus. Jonas, kurze Frage an dich. Du hast ja ein bisschen später aufgrund der Verletzung, die du in Stuttgart bekommen hast, etwas später im Training angefangen. Wie weit bist du? Ja, es geht so langsam aufwärts. Ich habe gestern 45 Minuten gespielt. Und ich bin auf einem guten Weg, glaube ich. Ganz fit bin ich noch nicht. Also die Luft, die fehlt noch hier und da. Aber das kommt jetzt. Nächste Woche geht es ja los mit dem Spiel in Regensburg. Da haben wir ja was gut zu machen. Ja, das sind ja wieder ganz andere Zeiten, ganz andere Voraussetzungen. Wir wollen eine Runde weiterkommen. Das streben wir an und das wollen wir auch nächste Woche genauso umsetzen. Können wir mit dir rechnen in der Anfangsformation gegen Jan Regensburg? Die Frage würde ich dann an den Trainer verweisen, dann kann man ihn gleich fragen. Grundsätzlich bin ich bereit, wie lange die Luft reicht, das weiß ich jetzt noch nicht genau, aber ich werde da sein. Wir hoffen auf dich, Jonas Hector! So, bitte hier die Trikots wieder unterschreiben, die werden wir dann wieder für einen guten Zweck versteigern. Meine Damen und Herren, wir kommen zur nächsten Gruppe. Mit der Nummer 4, Timo Hüber. Mit der Nummer 19, Kingsley Sibui. Mit der Nummer 29, Jan Thielmann. Und mit der Nummer 40, Jonas Ulrich. Ja, Stadt mit K werden wir gleich noch live erleben dürfen, wenn Kasala auftritt. Aber bevor die kommen, haben wir natürlich noch unsere Spieler. Timo, du hast jetzt dich 100%ig, 150%ig für den ersten FC Köln entschieden. War das eine leichte Entscheidung? Nee, ich bin super wohl hier. Was hier heute wieder los ist, dass es gern so weitergehen wie letzte Saison. Also du hast uns ja sehr, sehr überzeugt in deinen Abwehrleistungen und du erlebst jetzt hier jetzt zum ersten Mal auch diese Saisoneröffnung beim ersten FC Köln. Macht das was mit einem Spieler? Ja, ich meine, das ist glaube ich nicht so selbstverständlich. Ich meine, wir hatten so eine ähnliche Veranstaltung in Hannover, da waren glaube ich nicht ganz so viele Leute da, wie heute hier da sind. Deswegen ist es schon beeindruckend. Ja. Dann wünschen wir ja alles Gute für die Saison, dass sie mindestens genauso gut läuft wie die letzte Saison. Timo Hübers, ich gehe mal zu Jan. Jan, eine Geschichte musst du uns noch mal kurz erklären, weil die war so sensationell. Das Stadion hat getobt, als wenn ein Tor gefallen wäre. Dein Sprint zurück beim Spiel gegen Borussia Dortmund. 2-1. Und dann deine Grätsche, die den Ball an der Ecke abgelenkt hat. Also ich war oben in der Sprecherkabine und hab nur die ganze Zeit gerufen, Scheiße, Scheiße, Scheiße. Und da war Jan Thielmann da. Was ist da in dir vorgegangen oder was, wie ist das passiert? Kannst du das noch erklären? Ja, also ich habe gehofft, dass Kili schon den Ball früher bekommt und dann hat es hinten gebrannt und dann habe ich einfach meine Beine in die Hand genommen und versucht, das Tor zu verhindern und dass es mir dann so gelungen ist, das hat mich dann in dem Moment sehr gefreut. Ja, vor allem hat es uns gefreut. Jan, neue Saison, neues Glück. Was erwartest du? Ich erwarte eine ähnlich positive Saison wie letztes Jahr. Ich hoffe, dass ich das ein oder andere Tor mehr machen kann und einfach, dass wir genauso spielen wie letzte Saison. Wunderbar, da freuen wir uns drauf. Ja, Thielmann! Wir kommen zur nächsten Gruppe mit der Nummer 2, Benno Schmitz. Mit der Nummer 11, Florian Theis. Mit der Nummer 24, Jeff Chabot. Und mit der Nummer 37, Linton Meyer. Kainzi, ich frage dich jetzt mal ganz direkt hier vor, weiß ich, vielleicht sind schon 40.000, 50.000 Zuschauer. Kainzi, wie hart ist das Training mit Steffen Baumgart? Ja, ist schon hart. Ich glaube, das
wir kommen alle wieder mit und wir freuen uns aber jetzt, wenn es losgeht mit der Saison, mit dem Pflichtspielen. Die Saison, die Vorbereitung war schon hart, aber ich glaube, das gehört dazu und wie gesagt, jetzt freuen wir uns, wenn es endlich losgeht. Du hast ja schon ein paar internationale Spiele gemacht, auch noch nicht in der Conference League, glaube ich, ne? Sondern nein, Conference League ist für dich auch neu. Was erwartest du da? Ja, wir haben auf jeden Fall harte Wochen, aber ich glaube, wir sind da gut vorbereitet jetzt und freuen uns, wenn es losgeht. Und ja, natürlich vor allem auf die Heimspiele. Ja, sind wir alle schon gespannt, wie es jetzt wird. Sind wir auch und wir hoffen, dass das gut ausgeht. Benno, an dich auch die Frage, auch du hast schon international gespielt. Was erwartest du in der Conference League? Ja, wir wollen natürlich die Playoffs überstehen und ich glaube, jeder freut sich dann auf alles, was kommt. Und ja, es sind einfach Spiele zu genießen, wo man nicht so oft auch erlebt und ja, wir wollen da auch unbedingt hin. Ich hatte es schon mal gesagt, es sieht ja nicht so schlecht aus, was die Qualifikation angeht. Einige Mannschaften, die eigentlich einen besseren Quotient haben als wir, haben deutlich verlorene Hinspiele. Vielleicht werden wir dann auch gesetzt und es wird ein Gegner, der zu bezwingen ist. Vielen Dank. Auch ihr bitte Autogramme schreiben auf den Trikots. Wir kommen zur nächsten Gruppe mit der Nummer 3. Herzlich willkommen, Christian Petersen. Mit der Nummer 17, Kingsley Schindler. Mit der 18, Andre Duda. Mit der 23, Sergei Sardanyan. Und mit der 36, Niklas Hoffmann. Liebe Fußballfreunde, wir kennen das schon. Vor 3-4 Jahren haben wir das schon einmal gemacht bei der FC-Saisoneröffnung. Wir haben 2 Kinder ausgewählt. Die durften sich eine Frage ausdenken, die sie einem Spieler stellen. Und neben mir steht, neben Christian Petersen, steht der Anton Windrich. Anton Alango, du hast ja... Ja! Dein Applaus! Anton, du hast ja eine Frage für den Christian ausgedacht. Lies sie uns die mal vor. Also, was ist dein Lieblingsessen? Was darf in deinem Kühlschrank niemals fehlen? Ja! Christian, kannst du die Frage vorher schon? Probier. Also, mein Lieblingsessen muss Sushi, denke ich, ja. Und ich habe immer kaltes Wasser in meinem Kühlschrank und ein kaltes Kölsch. Christian, das war die richtige Antwort. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank an dich, dass du dabei warst. Hat es dir ein bisschen Spaß gemacht? Ja. Ja. Wunderbar. Dann darf ich die Spieler bitten, auch sich hier zu verewigen auf dem Trikot. Vielen Dank. Wir kommen zur Gruppe 7 mit der Nummer 13, Marc Uth. Mit der 20, Marvin Schwebe. Mit der 33, Florian Dietz. Und mit der 44, Matthias König. Würdest du uns die Frage vorlesen? Weißt du noch, wann du das erste Mal für den ersten FC Köln gespielt hast? Wie war das für dich? Mario, jetzt muss er nachdenken. Ja, war letztes Jahr in der ersten Runde DFB-Pokal gegen Kalsa Esena. Ja, war am Ende natürlich ein gutes Spiel, weil wir weitergekommen sind. Auf jeden Fall. Und wer hat 2 Meter gehalten? Ne? Hast du mitgekriegt? Gegen Karlsruher Jena im Pokal und er hat, glaube ich, 2 Meter gehalten. Und so sind wir weitergekommen. Ja, wenn das blöde Hamburg-Spiel nicht gewesen wäre, wären wir jetzt auch Pokalsieger. Was wäre das ein Fest? Gut. Marc, auch an dich die Frage. Tolle Saison hinter uns gebracht, der erste FC Köln. Was erwartest du für die neue Saison? Ja, wir hoffen natürlich, dass wir in der Pokalrunde jetzt nächste Woche weiterkommen und uns auch für die Conference League Gruppenphase dann qualifizieren und hoffentlich eine ähnlich starke Saison wie die letzte spielen und einfach euch schön Fußball zeigen und Spaß haben. Ja, gerne.
Und wenn wir das im Stadion hören, ut, 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 dann wissen wir, du warst gut. Dankeschön. Bitte auch hier nochmal die Hammer auf die Trikots. Max Reuten, Leif Rapp, Tilman Bockhorst, Hannes Dolz, Dennis Kuckestein, Uwe Gospodarek, André Pavlak, Kevin McKenna, René Wagner, Cheftrainer Steffen! Lieber Steffen, ich denke mal, so um die 50.000 Zuschauer werden hier sein. An den Vorwiesen zur Präsentation der Mannschaft 22-23. Was geht in dir vor, wenn du das siehst? Ja. Ich denke jetzt, ich freue mich, dass alle da sind. Ja, ich glaube, das sieht man uns an. Ich habe es in der Größe noch nie erleben dürfen. Und ja, es ist einfach schön zu sehen, was möglich ist. Ja. Wenn alles gemeinsam in einen richtigen Weg geht. Und ich glaube, darum geht es einfach, ja, weiter Gas zu geben und genauso mit den Leuten, die Leute mitzunehmen, die Leute uns mitzunehmen und dann, ja, weiter Spaß zu haben. Wenn wir alle Spaß haben, freuen sich alle, dann hat die Mannschaft Spaß, der Trainer hat Spaß und vor allem wir als Zuschauer, als Fans haben Spaß. Hier kommt gleich noch eine Rammstunde. Was glaubst du denn, welcher Spieler wird am begehrtesten sein oder welcher Trainer? Ja, ich glaube, es sollten alle Spieler begehrt sein, weil alle gehören dazu. Und beim Trainerteam würde ich ganz klar André Pavlak ganz vorne sehen. Aber ich komme zu meiner Vorne, damit auch alle wissen, wer das ist. Wollt ihr eigentlich? Ja, 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 der ist ja auch noch da. Das ist aber kein Trainer, noch nicht, das kann ja noch werden. No, unter dem Modest kann ja noch Trainer werden. André und Stefan, die Frage geht an euch beide. Gestern 5:0 gewonnen gegen Nijmegen. Was bedeutet dieses Spiel? Sind wir schon so gut, wie das Ergebnis es aussagt? Ja, das werden wir sehen, aber gestern war es schon sehr ordentlich. Ich muss sagen, alle, die dabei waren, die auch gespielt haben, haben es richtig gut gemacht. Und da sieht man auch, ein polnischer Erstligist, wenn man dann 5-0 gewinnt, auch in der Art und Weise, dann kann man schon sagen, freuen wir uns drauf, auf das Weitere, was noch kommt. Wir freuen uns auch drauf, wir freuen uns auf das nächste Spiel in Regensburg. Auch da wollen wir natürlich eine Runde weiterkommen, auch da haben wir ja noch einiges gut zu machen. Sehr, sehr unglücklich damals ausgeschieden, durch eine krasse Fehlentscheidung, aber da wollen wir jetzt nicht zurückgucken, wir gucken nach vorne. Vielen Dank an alle Trainer des 1. FC Köln, meine Damen und Herren.